Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ich und Argo ziehen heute in den Dunkelwald, denn wir suchen einen Sumpf. Und ich habe mich wirklich einfach mal kurz schlau gelesen, bevor wir uns dumm und dämlich suchen. Der Sumpf soll in der Nähe vom Dunkelwald sein, von irgendeinem Dunkelwald. Das kann sein, dass wir uns in 10 Folgen dumm und dämlich suchen, aber so ist es dann. Da würde ich aber natürlich auch Cut setzen ohne Ende. Ja. Ich habe alles dabei, den Schlüssel, alles andere und wir gehen übers Portal in den Dunkelwald. Ich entmute mich und dann geht's los. So. Ist immer noch nicht fertig. Weißt du eigentlich, ob wir da auch mit dem Boot hinkommen? Gute Frage. Über den Ozean möchte ich ungern fahren. Ja, ich weiß. Ich meine jetzt einfach so am Rand entlang. Oh, warte mal ganz kurz. Mir fehlt da noch ein gutes Kartenstück darum. Ich muss dich mal ganz kurz ein Stück leiser, denn du bist auf immer saulaut im Discord. Naja, du hast übelst übersteuert gerade bei OBS. Dann mach mich leiser. Hab ich schon gemacht. Map. Du, ich habe auch noch nicht so wirklich viel aufgedeckt. Wir können versuchen, da hinzukommen. Also wir müssten... hast du das Portal markiert auf der Map? Das Dunkelwaldportal, ja. Ja, genau. Dann müssen wir versuchen, dass wir da irgendwie hinkommen mit dem Boot. Ich glaube, das wäre ein schneller Reiseweg. Auch von dort aus halt ein Stück weiter. Aber denk dran, geht uns das Boot unterwegs kaputt? Ja. Warte ich da und du läufst zurück. Was? Du hörst es ja, wenn es bei mir hier in der Wohnung klingelt, oder? Ja. Falls das passiert, musst du mir Bescheid geben, auch wenn es in der Aufnahme ist, weil ich habe hier ein Paket von Nachbarn liegen, die haben zwei kleine Kinder und da ist ein Ostergeschenk drin. Jetzt frag nicht, woher ich das weiß. Okay. Da sind halt Osteraufkleber drauf auf dem Paket. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass das für die zwei kleinen Mädels ist vom Nachbarn. Guck mal mit auf den Grund des Meeres, ne? Wegen Steinchen. Ich weiß gerade nur nicht so ganz. Ja, da geradeaus erste Mal und dann geht der Fluss von uns aus gesehen links rum. Eine Links-Rechts-Kurve. Okay. Wir hätten vorher nochmal schlafen können. Ach, nö. Schlaf wird überbewertet. Und Stein. Nee, Holz. Also da. Fährst du wieder auf den Stein zu? Ich fahr schon seit 10 Minuten rückwärts. Das dauert eben, du hättest einfach nur einlenken brauchen. Weil wenn man langsam drüber fährt, kriegt das wohl weniger Schaden. Ah ne. Der Wind ist genau vor uns, das bedeutet. Ich muss. So, während du das machst, ich gucke jetzt mal die Einstellung. Autosave. Kann man natürlich nicht einstellen. Schade. Was denn? Dass der Autosave nicht so häufig kommt. Nee, links halten bitte. Wir müssen links fahren. Sag mir mal Bescheid, ob da Steine sind. Ich sehe kaum was unter Wasser.
8. Besser? Links, links, links. Nicht wirklich, aber. Hast du rausgescrollt und guckst teilweise auch mal von oben? Ja, yep, ich schaue gerade fast nur von oben. Gut, geradeaus. Stückchen rechts einschlagen, vor uns kommen Steine. Gut. Und die Überwasser, wieder. Den sehe ich sogar. Ah, mehr okay. Oder weniger. Aber ich sehe die Unterwasser halt vorne. Ich kann da mal gucken, ich kann mich ja hier vorne hinsetzen. Ne? Da siehst du sogar vorne die dann. Geradeaus oder links? Links, 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 links. Ja, wir können auch geradeaus fahren, da sind wir sogar schneller, wenn wir das da durchschaffen. Weil das war genau hier, wo sich der Troll in der Ehenfolge festgebackt hat. Wenn es geht, mal langsam fahren. Das wird. Das schaffen wir. Stückchen nicht. Links, oh, Stückchen links, Stückchen links. Rudern. Links ist so ein blauer Typ. Und jetzt rechts einschlagen. Ja. Hat doch geklappt. Ein bisschen Damage. Ja, das bisschen, das macht noch nicht so großen Unterschied. Wenn sich dann das Holz. Rechts halten bitte. Wenn sich das Holz dann verzieht, dann würde ich mir Gedanken machen. Dann steht es kurz davor, richtig kaputt zu gehen. Ja, und jetzt immer schön am Ufer lang. Stein unter Wasser, Stein unter Wasser, Stein unter Wasser. Jo. Brauchst du nicht sagen Stein unter Wasser, sondern sagen rechts, links, hoch, glaub, runter. Meine Fackel ist kaputt. So. Vor allem der Wind kommt natürlich immer von der Steilseite. Das ist aber mittlerweile auch schon nichts Neues mehr. So, ich setze jetzt hier aber einen kurzen Cut, denn das würde sonst lange dauern. So, dann nochmal zurück nach dem kurzen Cut und direkt vor uns im Dunkeln ist der Sumpf. Und irgendwo hier vorne war noch ein Dörfchen. Attackung! So macht man das! Scheiße. wo war ich stehen geblieben? Ja, vor uns hier ist gleich irgendwo ein Dörfchen. Da werden wir uns ganz in Ruhe looten. Da werden wir uns auch das Portal bauen. Ja. Siehst du die Bäume, Darko? Für mich, ja, das ist für mich kein Sumpf, das ist ein abgestorbener Wald. Also, ich kann mir nur vorstellen, es ist ein Sumpf. Weil im Sumpf ist ja eh alles Morast, Moor und. Und ja. Und hier ist auch das Dorf. Und hier hört man eben auch irgendwelche Pfeile schießen. Ne? Oder irgendjemand. Willst du jetzt wirklich so nah hier ranfahren? Warte mal. Ich würde erstmal stehen bleiben wollen mit dem Boot. Ja, das kann hier so bleiben. Hier fahren immer noch, das weißt du. Ja, also. Lass. Ja, jetzt steht's. Okay. Darko, deine Freunde vom letzten Mal sind hier. Wie wär's, wenn wir erst das Portal eigentlich machen? Nee, wir müssen erstmal die hier clearen. Ja,
Weil dann können wir uns hier nämlich schön irgendwo so eine, ja, ich sag mal, Zweitbasis bauen. Oh, Ausdauer. Oh, shit, Rino. Oh je. Jetzt sind ein paar mehr. Ausdauer. 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 Geh doch mit dem Schwert drauf, Darko. Die sind auf mich fixiert. Da machst du gleich Doppel-Damage bei denen. Vorsicht! Scheiße! Oh, nur noch zwei Leben! Holy shit! Ich hatte halt auch nicht mehr. Oh, da ist ein Blauer, der lebt nicht lange. Oh, da war aber nicht. Hier drin sind ein paar mehr noch. Ja, ja, da sind noch diese Spawner. Und pass mal auf, jetzt nimmst du dir mal den Hammer in die Hand. Ja, ne, ich hab eine Idee. Kann ich hier nicht? Ach, schade. Okay, so nicht. Weil die kommen normalerweise, wenn über der Tür jetzt noch ein Block ist, kommen die da nicht durch, weil die größer als eine Wand sind. Und da kannst du nämlich die Tür ganz in Ruhe aufmachen und da schön reinzimmern mit einem Hammer, da passiert gar nichts. Wow. Dumm. Hinter dir. Und ich bin down. Geil. Ich auch gleich. Darum meinte ich ja vorher das Portal. Das können wir vorher nicht setzen, Darko. Die machen uns das kaputt. Wenn du davon 100, ja, ich wollte jetzt sagen Blöcke, wenn du davon halt weiter weg bist. Ja, ich baue das nicht Kilometer weit weg. Also, nee. Aber da kann ich gleich mal was zu fressen mitnehmen hier. So. Ja, dann setz ich hier einen kurzen Cut. Oh, okay, ich bin zurück an meinem Grab gewesen und ich bin jetzt am Flüchten. Mehr brauche ich erstmal nicht sagen. Ja, und die haben das Boot angegriffen und ja, ich habe so eine Elite-Arsch am Arsch hängen, wortwörtlich. Ja, ich habe einen ganz normalen und der macht mir schon Damage, weil ich noch nicht mal Sachen anziehen konnte. Die machen alle Damage. Der soll mich mal in Ruhe. Ich will mich einfach nur anziehen! Solange du den nicht zu mir lockst, ich habe mit einem, den ich gut Der ist aber gerade auf dich fixiert. Okay, jetzt läuft er ganz normal rum. Jo, bin angezogen. Oh nee, da ist. Ey, komm zu mir, komm zu mir, ich hab den Hammer gerade in der Hand. Da ist jetzt der nächste halt schon wieder. Autsch. Nice. Achtung, da oben ist noch einer. Ja, ich will erstmal zum Grab zurück bei mir. Hast du noch nicht alles? Nee, ich konnte nur erstmal Sachen und Waffen soweit rausholen. Aber hier pümmelt schon wieder der nächste rum. Hab ihn besser gesagt. Und ich bin gleich wieder down. Komm her. Warte mal, ich versuch mal was. So geht's auch. Ich bin stehen geblieben, hab geblockt. Wenn der ausholt, gehe ich einen Schritt zurück und so wieder ausgeholt hat, gehe ich hin und box den. Shit.
Ernst, ey, das ist doch ein Scherz von der Seite? Hm. Oh, fick die Lucie in ihren Hintern, ey. Fuck, 15 Leben noch. Ja, ich setz wieder einen Cut. So, das Summer wieder zurück und ich höre, dass ich abgeschossen werde. Von irgendwas. Aber von was? Egal. Die 7. Ach, da vorne. Der Wichser kam von vorne an. Weg. Nee, das ist mir gerade zu blöd. Ich wollte nämlich Ich wollte es gerade an deinem Grab und stell dir vor, Darko, aber dann kam ein Gegner. Und wo hast du bitte schön das Boot? Die kommen nicht bis zum Boot. Nein, da war gerade ein Gegner. Ja, das ist der, der. Ja. Aber die kommen nicht, wenn du die da nicht hinlockst. Den musst du natürlich besiegen, der hat mich ja gekillt. Darko. Ja? Die kommen nicht bis zum Boot. Die kommen auch nicht bis zum Boot. Der schon. Ach, also gibst es zu, dass sie noch bis zum Boot kommen. Der eine ist bis zum Boot gekommen, weil ich ihn dahin gelockt habe. Das ist ein Unterschied. So, jetzt halt ein Sappel, sonst baue ich kein Portal. Ja, hier. Wie rum ist es richtig? So. Hier nicht möglich. Aber hier. Benennen. Uralte. So, hier ist nämlich noch das andere Portal. Kannst durch. Warte. Wo ist der Typ sie? Und wo ist mal drauf? Dein Grab ist. Oh, warte mal, der ist hier unten, der Idiot. Ja, ich habe natürlich keine Waffe ausgerüstet. Dein Grab ist ein Stückchen weiter vorne, genau. Nee, doch nicht perfekt. Eik! Das ist ein Berserker. Der ist mir Schnuppe. Mach mal. Warte. Ah, okay, der greift auch so an. Interessant. Gut. Ich muss halt auch noch zu meinem anderen Grab. Da ist immer noch ein bisschen was drinne. Da sind halt auch noch immer überall Gegner. Ja, das ist meine Folge. In der vorherigen Aufnahme zum Anfang erstmal Raid. Hier dauerhaft am Sterben. Irgendwas läuft falsch. Ausdauermet. Danke. So. Die Innereien auf jeden Fall alles mitnehmen hier. Du willst mich doch verarschen. Hier kommt so ein Elite-Fuzzi, der auch noch einen Ticken schneller ist. Die sind immer schneller als wir, leider. Alter! Fick dich! Willst du den dritten Tod sammeln? Nee, aber ich werde gerade noch von ihm verfolgt, der Pfeil und Bogen hat. Der hat das Boot getroffen. Wow. Hat nur noch einen Schuss gebraucht. Geil. Und jetzt schwimmen dort die Ärzte rum. Ike? Könntest du mal? Hast du? Ich bin noch nicht regeneriert. Ja, Dito. Scheiße. Mir fehlt halt ein Ausdauer. Weit geht sogar. Soll ich kurz die Ärzte holen? Wenn du das hinkriegst, ich würde mal gucken, dass ich hier ganz schnell eine Kiste am Portal bauen kann oder zwei. Vergiss das mal, Inventar ist vor, erst die Kiste. Also eine steht auf jeden Fall.
Schnauze ist voll. Ich gehe mal kurz schwimmen. Jo. Es darf nicht nur der Bogentyp sie natürlich nicht abschießen. Ja, das ist. Ja. Ja, und warte mal, was er macht. Stupst jetzt aber nicht, oder? Nö. Sieht gut aus. Abgesehen davon, dass ich schon wieder voll bin, oder warum kann ich den Scheiß nicht aufnehmen? Du trägst zu viel. Ja, dann ist das zu schwer, was du hast. Hilf mal! Oh, schon wieder so ein Berserker. Okay. Achtung! Kann gar nicht. Ich bin immer noch überladen. Ich kann mich. Ja, wäre eigentlich nice, wenn einer hier mal mit dem Bogen drauf schießt, weil sonst bin ich gleich wieder down. Hast du noch irgendwas in deinem Grab drin? Ne? Nein. Das wird mir nämlich noch angezeigt. Ja, das stand beim letzten Mal auch da. Aber da ist nichts drin. Oder? Doch, in der Reihe war noch drin. Und mein anderes Grab ist hier halt eben auch noch da. Ike, ich musste jetzt die Sachen einfach hinwerfen. Weil die Kiste voll ist. Dago, komm mal zu mir, ich habe hier den Pfeil- und Bogentyp, kannst du den abschießen? Der ist gerade auf mich fixiert. Ja. Wenn ich wüsste, wo du bist. Weil ich habe noch keine Pfeile im Gepäck, die sind noch im Grab. Lauf mal am Ufer lang. Ich habe keine Pfeile, aber ich schieße mit Feuerpfeilen. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Da kriegen sie nebenbei wenigstens noch Schaden. Nice. Ah ne, lebt noch. Ne, nicht mehr. Ich habe... Vergiss es, ich habe nur 31 Pfeile, es waren nur die falschen ausgerüstet. Ah, hier draußen, ja, hier ist der nächste. Warte mal, ich hält's noch durch, ich suche mir eine bessere Position. Ja, die beste Position wäre ja eventuell von hinten, ne? Oh ne, da ist auch einer. Scheiße. Oh scheiße. Jetzt sind hier zwei. Ach du ne. Shit. Ja, Achtung, einer verfolgt dich, das ist gut, solange es nur einer ist. Wir müssen irgendwie die Spawner drinnen. Das ist eine Reihe! Wir müssen irgendwie die Spawner drinnen kaputt mal bekommen. Also spawnen die doch nach, das war ja meine Frage. Na, solange die Spawner ganz sind, ja. Wir müssen die Spawner drinnen. Ich glaube, die gehen auf dich gerade. Oder. Nee. Kämpfst du gerade? Ich bin tot. Wow. Er hat mich zweimal abgeschossen. Und ich hab das Schild. Und Ausdauer. Warte, wieso willst du das looten? Weil wir das irgendwann looten müssen. Ne? Ja, irgendwann. warte, ich komme ganz kurz auch mal zurück. Kann ich die Kisten hier wenigstens gleich leer machen? Ja, ich will nicht. Also, ja gut, dann warte ich. Ich gehe da nicht alleine hin. Vor allem nicht, wenn ich nichts habe. Wir haben ja hier Holz und alles. Weißt du, wie wir das machen? Wir setzen unseren Spawnpunkt dort. Aber das war's erstmal mit der Folge. Ich mute mich ganz kurz. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und schaut, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, nächsten Tag und bye bye.